Letzten Endes bewegt uns natürlich auch die Frage, wie geht es überhaupt in unserer Kirche weiter? Wir empfinden alle eine wahnsinnige Umbruchszeit und sehen noch nicht so ganz so klar vor Augen, welche Gestalt unsere Kirche in den nächsten so und so vielen Jahren annehmen muss. Und wenn man solche Fragen stellt, dann stellen wir zugleich die Frage, wo finden sich denn dann, je nachdem, wie sich die Kirche verändert, die Diakone da drin wieder? Was werden da drin unsere speziellen Aufgaben sein? Wo müssen wir unsere Schwerpunkte setzen? Wo wollen wir das selber auch? Damit vielleicht so etwas wie ein stärkeres Profil von Diakonen noch entsteht. Das sind große Unsicherheiten zurzeit zu spüren. Viele unserer hauptberuflichen Diakone werden mal salopp gesprochen als Ersatzkapläne verschlissen. Das ist nicht gut, das entspricht uns eigentlich auch nicht. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, genau immer da zu sein, wo Priester nicht mehr sein können. Und viele unserer Diakone im Zivilberuf sagen, naja, also wir werden zwischen den Anforderungen von Zivilberuf und Familie und dem, was dann die althergebrachten Gemeinden von uns eigentlich erwarten, regelrecht zerrissen. Sprich, wo bleiben wir? Und wo bleibt unser eigentlicher Auftrag, an die Hecken und Zäune zu gehen und so ein bisschen nach Menschen zu schauen, die sonst zur Kirche keinen Bezug haben und die die eigentlichen Vertreterinnen und Vertreter der Kirche eigentlich auch nicht erreichen? Also wie kriegen wir das hin?